Udo.de. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Thomas und ihr schaut Voodoo.de. Achtung, das ist mein Non-VR-Kanal. Nicht, dass ihr was Falsches jetzt erwartet. Jetzt habe ich nochmal was ausprobiert. Ich habe ja vor einiger Zeit mal HelloFresh gezeigt. Das fanden einige auch interessant. Und jetzt habe ich mal was ausprobiert. Das nennt sich Foodist. Ja, das kannte ich vorher nicht. Das habe ich durch Zufall gefunden. Und das sind so Überraschungsboxen mit Nahrung. So, und jetzt will ich euch nichts Falsches erzählen. Das Ding, was ich hier habe, nennt sich jetzt Fine Food Box. Ja, das ist ein Abo, das kann man irgendwie jeden Monat kündigen. Hierfür habe ich jetzt 26,90 Euro bezahlt und ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ja, wir gucken das jetzt mal einfach zusammen. Ich mach das mal auf, das ist für mich auch ganz, ganz neu. So, wie geht das jetzt? Ah, hier ist so ein Nippel. Ah, das funktioniert natürlich wieder von 12 bis Mittag. Wie immer bei diesen Dingern. Was ist denn hier der Trick? Ah, hier geht's auf. Ah, jetzt habe ich es verstanden. So. Oh. Aha. So, ich zeige euch das mal so. Ja, damit ihr das mal seht. So sieht das aus. Und da gucken wir uns jetzt aber alles mal genauer an. Was haben wir hier? Taste your new faves. Foodist. Aha, dear Foodist. Aha, frisch gebackene Scones mit Zimt und Zucker. Ah, hier steht, was das... Ah, hier steht genau, was das alles ist. Interessant. Kriegt man zu allen Sachen, was man damit machen kann und was das ist. Sehr interessant. Krass. Ja, sehr cool. Dann schauen wir uns doch einfach mal an, was das ist. Fangen wir einfach mal an. Was ist das denn hier? Chia and Salt. Tortilla Crackers. Ja, Tortilla Crackers. Vegan. Ja, da kann man sicherlich dann irgendwas mit dippen oder so. Dann, was haben wir hier? Mellow Puff. Salted Caramel Mellows. Das sind wahrscheinlich dann so, scheinen so Bonbons zu sein. Ja, die sind ein bisschen weich. Aha. Dann, was haben wir hier? Cookie, Salted Caramel Cookie. Da stehe ich drauf. Ich mag dieses Salted Caramel Zeug. So, ein Keks ist das. Dann haben wir hier, was ist das? Original Beans Dark Milk. Das ist Schokolade, ne? Beans. Interessant. Taste the rare and reserve it. Aha, Cappuccino. Geröstete Nüsse und Cappuccino. Aha. Gut. Dann haben wir hier, was haben wir hier als nächstes? Bio-Scones mit Bio-Zimtzucker. Das ist eine Backmischung. Ja, ist irgendwas drin. Backmischung mit Zimt und Zucker, schnell und einfach. Da ist hoffentlich eine Anleitung dabei. Ja, genau. Brauchst du noch Butter? Dann machst du das in den Ofen. Interessant. So. Das hier ist gut eingepackt, ist es mal zumindest. Ingwerwasser, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Ingwerwasser. Weißt du was, komm, das schraube ich mir jetzt direkt mal rein. Oh, mein Gott. Boah. Okay, da ist ziemlich viel. Haben die wieder geschmissen von DHL wahrscheinlich. Ingwerwasser Sparkling. Njam, 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 njam. Ja, schmeckt gar nicht so stark nach Ingwer, wie ich dachte. Das ist schön gekühlt, weil das halt per Post kam und wir haben im Moment ein bisschen kalt draußen. Ja, geht eigentlich. Geht, ja. Kann man sich reinschrauben. Was ist das denn? Seegras Crisps mit Wasabi. Geil. Das ist natürlich... Na komm, weißt du was? Was soll denn der Geist? Ich mach das jetzt einfach mal auf. Boah! Na, wenn man es richtig macht. Guck mal, wie die aussehen. Boah! Alter, ist das scharf!
Boah, das zieht in die Nase, ne? Wasabi und Senf ziehen ja. Boah, das schmeckt aber. Das schmeckt tatsächlich geil. Nam, nam, nam. Doch. Boah. Oh. Cool. Und dann haben wir noch was. Was ist das denn? Das ist Tee, oder? Nachhaltige Minze. Medley aus deutscher Pfefferminze und Nana-Minze. Bio-Kräutertee. Ja. So, jetzt gucke ich mal, ob hier noch irgendwas drin ist. Nee. Hier ist nichts drin. Sonst. Ja. Nee, das war's. Ja, jetzt haben wir hier die ganzen Sachen. Zack. 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 Das sind natürlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sachen. Stand da nicht irgendwas von 15? Eigentlich schon. Ah, nee. Nee, Moment, was haben wir hier? Den Karamell-Cookie, Tortilla-Cracker, die waren hier. Wasabi, die habe ich ja probiert. Die Backmischung, diese Mellow Puffs, irgendwas mit Beans, das ist diese Schokolade, das Gingerwasser und der Kräuter. Doch, ist tatsächlich alles da. Ja, 26,90 Euro, ja. Das ist ein, wenn wir das jetzt hier durch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rechnen. 27 durch 8. 3,30 Euro, ja, pro. Boah, das ist, günstig ist das nicht, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Aber ich probiere halt gerne neue Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Und das hier habe ich alles so noch nicht gesehen, ja. Zumindest habe ich das nie im Handel gesehen. Und, also ich habe jetzt natürlich nur zwei Sachen davon probiert. Die fand ich aber gut, ja. Also das ist in Ordnung. Und das hier schmeckt auch richtig geil. Also die, das ist ja, geil. Gefällt mir. Mhm. Ja, also wenn ihr das auch mal ausprobieren wollt, Foodist heißt das. Ist für mich auch ganz neu. Unter dem Video findet ihr den Link. Und dann könnt ihr es auch mal ausprobieren. Ja, das war's soweit dazu. Wie gesagt, ich könnte ja einfach kündigen. Ich habe das jetzt einmal ausprobiert und habe es direkt wieder gekündigt. Nur, ich wollte es halt nur einmal ausprobieren. Und ja, ich, also es ist auf jeden Fall nicht günstig, aber bis jetzt, das, was ich gesehen habe, probiert habe, schmeckt ganz gut. Also, wenn ihr Empfehlungen habt, was ich nochmal alles für Boxen testen kann, gerne in die Kommentare, ja. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal auf meinem Kanal. Haut rein. Ciao.